So, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid. Wir sind dabei wieder mit den Racing Icons, und zwar Moby Dick. Let's go. Die nächsten Rennen werden sowieso ein bisschen schneller werden, weil eben halt immer nur ein Rennen dabei ist. Es tut mir auch irgendwo leid, dass ich euch nicht viel mehr zeigen kann. Weil halt, wie gesagt, ist es nicht mehr da. Für das heutige Event sind wir in Brands Hatch. Kristen, was kannst du uns dazu verraten? Weißt du, ich habe da so ein Gefühl, dass einer der Fahrer da unten bereit ist, die Sache ein bisschen interessanter zu machen. Wart's nur ab. Alles klar, ich denke, uns erwartet ein großartiges Rennen. Wir sind gleich wieder da. Einer der Fahrer kommt vom Asphalt ab. Das wird Zeit kosten. So, auf geht's, wieder 3 Runden Zeit auf dieser Strecke. Ja, die Bestzeit zu setzen. Boah, da stellt sich aber schön quer. Ich krieg aber auch nicht. Ah, das Problem, wenn ich den nicht kriegen kann. Ne? Jetzt werde ich vielleicht mal ausgeschalten, ey. Oh, du fährst aber auch so eine Kurve, dass ich nicht. So die Kurve, dass ich nicht überholen kann, ne? So, geschafft. Jetzt haben wir den zumindest diese Blockade mal weg. Der rammt aber auch jeden, der rammt über den einen, der. Mein Gott, ey! Also das hat er jetzt schön zweimal gemacht, dass er mich rausgehauen hat. Und meine Runde ist noch mit am Arsch. So kann man auch vorne liegen. So kann man auch am Ende des Rennens vorne liegen. Was ist denn heute los mit denen? Ich gehe keine vernünftige Runde und ich wege mit die Runde noch ab, weil er mich abgeschossen hat. Das hat er nämlich auch mit dem einen versucht. So, jetzt überhaupt nicht. Ja, leider keine Zeit. Das gleiche, was auch schon gestern zum Start war. Da ist der Kollege. Also zumindest ist er nicht Erster, das ist das Wichtigste. Aber wir sind auch nicht Erster. Zeit zu setzen, aber wir haben jetzt gleich unseren Special Friend, der hier meint, ich schieße die Bale ab, bevor ich hier irgendwie was mache. Versorge ihm die Zeit. Was ist los? Ich weiß nicht, ob es reicht, um eine komplette eine Beste zu setzen. Versuchen es gerade. So, jetzt heißt es auf jeden Fall, dass wir eine Zeit setzen. Und das heißt, schnellste Runde. Das hier war. Oder dass der Hans davor war. Ja, meine Runde ist auch am Arsch, aber wichtig ist, dass deine Runde mit auch am Arsch ist. Wenn du das warst, dann hast du jetzt nämlich die richtige Quelle gekriegt. Ja, sieht so aus. Oder? Na gut, der gelbe Lehrer ist mir eben auch schon vorbeigeflogen. Meine Runde ist eh kaputt, die ist ja schon aberkannt. Was ist denn heute los, ey?
Oh, wir werden es nicht gewinnen. Wir werden es nicht gewinnen, liebe Leute. Wir sind Zweiter nur. Ich hatte fast erwartet, dass wir dann ein bisschen hinkriegen, aber da war irgendwie dann doch nicht. Da hielt der aus die ganze Zeit. Der mich die ganze Zeit weggeschossen hat. Ja, Zweiter. So, naja, dann ist das so. Da haben wir schön mein Rennen ein bisschen kaputt gefahren. Kleine Dreck, sagt er. Also mit seiner Aktion tatsächlich durch. Mit seinen Aktionen tatsächlich durchgekommen. Gut, dann sind wir heute durch und wir machen weiter mit dem R32 GTR dann morgen um 14 Uhr, wie immer, ne?